Hallo, hier ist Udo Betz vom Basszentrum Berlin. Ich möchte euch heute ein paar Voicings zeigen für den vierseitigen E-Bass. Die sind schon recht komplex, ist also eher was für Fortgeschrittene. Ich zeige die Voicings an dem Beispiel von Blue and Green. Das ist ein alter Standard von Bill Evans. Ich habe das Stück zur Einleitung vorhin kurz gespielt, also nur das Thema ohne Improvisation. Und habe es eigentlich auch sehr straight gespielt, also ohne irgendwelche Verzierungen oder sonst was. Einfach der Deutlichkeit halber. Die Noten dazu findet man in jedem Real Book und zu den einzelnen Akkorden sage ich ja jetzt gleich was. Ich versuche natürlich immer den Melodieton oben in der Stimme zu haben. So viel sei noch zur Erklärung gesagt. Okay, dann kann es jetzt eigentlich auch losgehen. Als ersten Akkord verwende ich G-Moll 6. Den hatte ich so gespielt. Man kann auch mit einem B-Major 7 Kreuz 11 anfangen. Beide Male muss natürlich oben das E sein, der Melodieton. Da man ja dieses E hier oben gar nicht mehr auf jedem Bass hat, muss man sich ja manchmal eh behelfen mit dem Voicing hier, mit dem B-Major 7 Kreuz 11. Grundton, B, Quinte F, Major 7 A, Kreuz 11, Melodieton E. Nehme ich den G-Moll, habe ich G, F, also den Grundton G, Okay, also wir sind bei dem nächsten langen Ton C. Der Akkord darüber bzw. darunter ist A7. Also wir haben den Akkord A7 Kreuz 9. Das ist ganz einfach. Dann nehme ich einfach hier unter der Terz dieses normale Voicing, das jeder, der sich schon mal mit Akkorden auf dem E-Bass beschäftigt hat, kennt. Dieses normale dreistimmige Voicing, Grundton, große Terz, kleine Septim. Den lege ich nur hier hin und habe dann oben die Kreuz 9. Und habe die Spannung im Akkord, die notwendig ist durch diese beiden Töne C und Cis, die Kreuz 9 und die große Terz. Also alle Töne, die wichtig sind, habe ich drin. Das ist ja bei Akkorden auf dem Vierseiter immer ein bisschen das Problem. Man muss sich entscheiden, man muss manche Töne weglassen. Das ist aber eigentlich auch genau das Gute, was eigentlich den Reiz zumindest meiner Meinung nach ausmacht. Okay, gucken wir weiter. Der nächste Akkord, der nächste lange Melodie, die nächste lange Melodienote ist ein A. Darunter lege ich D-Moll 7. Das ist ganz leicht, da nehme ich auch ein vollkommen unkompliziertes Häuschen. Ich nehme den Grundton als Leerseite. Hier die kleine Septim des C. Und als tiefsten Ton des F die Terz. Jetzt
jetzt kommen zwei Akkorde, die nicht auf langen, also halben Noten liegen, sondern auf Viertel. Das heißt, das sind eher so Durchgangsakkorde. Der erste ist ein D7 und der zweite ist dann ein C-Moll-7. Das C-Moll-7 ist die 2 der 2-5-Verbindung, die an der Stelle kommt, weil der nächste Akkord ist ein F7. Okay, die Akkorde spiele ich nur dreistimmig. Ich will ja wieder oben die Melodietöne haben. Das wäre ein G und ein F. Das G ist der Melodieton über dem Des und das F ist der Melodieton über dem C-Moll-7. Ich greife für das Des die zwei charakteristischen Töne. Die charakteristischen Töne in einem normalen Dominant-Sept-Akkord sind immer die Septim und die Terz. Die große Terz von Des ist F. Die kleine Septim ist das H. Also eigentlich müsste man sagen Zes korrekterweise, ist ja aber derselbe Ton. Die spiele ich jetzt hier. Also ich habe hier im Ringfinger das Zes, das H, die kleine Septim, und F, die große Terz. Und oben den Melodieton. Und jetzt gehe ich runter zu dem C-Moll-7, dann habe ich auch eine schöne Stimmführung. Der Basston geht einfach einen Halbton runter zum B. Stimme bewegt sich in Ganzton zum S und oben habe ich wieder den Melodieton. Dann habe ich hier für das C-Moll-7 das B, das ist die kleine, die kleine Septim und das S, die kleine Terz. Und oben den Melodieton F, das wäre im Akkord die 11. Jetzt komme ich, das wäre jetzt einer 2-5-Verbindung, habe ich schon gesagt. Der nächste lange Melodieton ist das D. Darunter brauche ich ein F7-Kreuz-9. Den spiele ich übrigens genau wie den hier schon und wie gleich noch mehr Akkorde ohne Grundton. Okay. Das heißt, ich habe oben den Melodieton, D, wie schon gesagt, nehme im Zeigefinger ein Ges, das wäre die B9 vom Akkord. Könnte da auch hier den Grundton greifen, aber das klingt nicht so schön, finde ich, als wenn man auf den Grundton verzichtet und die B9 greift. Im Ringfinger habe ich die kleine Septim, das S. Im Mittelfinger hier unten die Terz vom Akkord. Das wäre der erste Teil der Melodie. Der zweite Teil beginnt wieder mit dem E. Diesmal nehme ich das B-Major 7. Ich greife es jetzt mal hier, damit man ein Beispiel hat, wie es auf jedem Bass geht. Weil eine Oktave höher geht es halt nicht auf jedem Bass. Im Grunde einfach Grundton. Quinte, Major 7 und die Kreuz 11. Jetzt kommt so eine kleine melodische Floskel. Landet auf dem C. Unter dem C habe ich ein A7, allerdings diesmal B13. Das wäre, um es kurz zu erklären, C ist der Melodieton, das wäre auch wieder die Kreuz 9. Hier habe ich das F, B13. Und hier habe ich die Septime, das Cis. Und dann kann ich hier nochmal das A greifen, den Grundton. Dann habe ich hier ein ganz schönes, relativ einfach zu greifendes Voicing. Ne? Hier nochmal zum Sehen. C, Cis, C, F, Cis. Man könnte auch nur den spielen. Major 7, dann hat man einen anderen Sound, das will man auch nicht, deshalb nehme ich hier noch den Grundton. Okay. Gut, als nächstes. Langer Melodieton, das G, darunter ein D-Moll 6. Mit Noten.
greife die None, das E, die Sext, das H und hier die kleine Terz von dem D-Moll, das F. G ist der Melodieton. Man muss natürlich, so viel sei noch gesagt, die Töne immer so ein bisschen arpeggieren, also vielleicht nicht alle gleichzeitig, dann mulmt es natürlich ein bisschen. Man kann in allen Arten arpeggieren, egal wie. Vielleicht immer mit einer Betonung auf den Melodieton natürlich. Nächster langer Melodieton, C, darunter E7. Entschuldigung, so. Da habe ich hier wieder die Kreuz 9, das G, spiele mit dem Mittelfinger, das D, die kleine Septim. Im Bass wieder die Terz, das Gis. Das C wäre ja wieder die B13. Ein schönes Ohrsing. Mit dem davor, dem D-Moll. Jetzt kommt nur noch A-Moll 9, den greife ich relativ einfach, weil die 9 ist in der Melodie des H. Dann lege ich unten drunter einfach dieses normale Moll-Voicing, wie man es kennt. Also wenn es hier spielt, hier kennt man es. Grundton A, kleine Terz C, G, Septim. Einfach nach hier gelegt. Und dann habe ich oben die None. Bisschen schwer zu greifen, wenn man hier mit dem Mittelfinger was geht. Als letztes müsste man zu dem langen Melodieton F eine Oktave höher gehen. Das haben die meisten Bässe nicht, außer die mit 24 Bünden. Deshalb spiele ich hier. Man kann ein Flageolet nehmen. Muss man nicht. Drunter ist wieder ein D-Moll. Da nehme ich ein D-Moll 9. Wenn ich relativ einfach greife, oben habe ich ja die Terz. Hier habe ich die None E, den Grundton D, die Quinte A. Auch ein schönes. Ja, das war es erstmal mit ein paar, wie ich finde, interessanten Voicings für den Vierseiter. Die kann man natürlich in jedem anderen Stück auch unterbringen. Die sind natürlich nicht auf dieses Stück beschränkt. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen ein paar Inspirationen gebracht und vielleicht auch ein bisschen Motivation, sich ein bisschen verstärkt mit Akkorden auf dem Bass zu beschäftigen. Okay, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.